His timing has been perfect. Ja, herzlich willkommen bei der ersten Minecraft Seed Show. Ich habe einen jetzt nicht so spannenden Seed rausgesucht, aber ich finde ihn trotzdem ziemlich gut, wenn man Survival etwas bauen will. Ja, ich zeige euch den einfach mal. Neue Welt erstellen. Gehen mal in den Creative Modus. Der Seed heißt keine Ahnung. So. Einmal neue Welt erstellen. Und dann, genau, spawnen wir hier auf einer schönen Rasenfläche, wie ich finde. So, hier kann man schon mal gut anfangen. Ebenes Gelände. Genau, und dann muss man hier, ich glaube, mich recht zu erinnern, Nordosten fliegen oder laufen. Dann kommt man hier. Da sind Kürbisse. Ich glaube, da hinten sind noch mehr. Sind ja auch relativ selten. Da, genau. Dann fliegt man hier weiter. Oder läuft, wie gesagt. Und kommt hier zu einem Dorf. Dieses Dorf, finde ich, ist relativ cool. Weil es ist ziemlich groß. Es gibt ziemlich viele Häuser. Das heißt, viele Bewohner. Man kann gut mit denen handeln. Ja, das Dorf hat auch eine Kirche, das ist ja nicht bei jedem Dorf mehr so, das ist schade, aber ist so. Und dann geht man hier in die Schmiede rein, da gibt es ja immer eine Kiste. Und in der Kiste ist schon mal recht gute Ausrüstung, also ein Eisenhelm und ein Eisenharnisch, also Brustplatte, Eisenschwert, Spitzhacke und zwei Äpfel. Also man kann schon mal überleben hier und dann kann man halt ja noch die... Achso, die Druckplatte war das. Die Felder bewirtschaften, da kriegt man auch immer gut Essen bei raus. Dann, wenn man dann noch weiter fliegt, welche Richtung war denn das? Ja, so Ost, Süd, also Südost. Weiter fliegt, gibt's da halt einmal eine Wüste. Und nach der Wüste kommt dann... Ja, das dauert ein bisschen. Ein Meer. Und da gibt's, finde ich, eine relativ coole Insel. Da kann man auch schöne Sachen drauf bauen. Aber das ist ja euch dann überlassen. Wo geht's denn? Da ist die Insel. Man hat sie jetzt schon auf der Karte gesehen. Genau. Diese Insel ist zweigeteilt. Einmal normales Grasbiom und Wüstenbiom. Finde ich ziemlich cool. Und ist ein Baum drauf, genau. Da kann man dann den abfällen und dann hat man schon mal Holz. Und hier eine coole schwebende Fläche. Und ja, ich finde, hier könnte man coole Sachen drauf bauen. Mit dem Dorf hat man am Anfang leichtes Überleben. Also gute Chancen. Und ja, das war's eigentlich auch schon. Mehr habe ich jetzt hier in der Nähe nicht gefunden. Da müsste man dann wahrscheinlich etwas weiterlaufen. Dann gibt's aber auch auf jeder Welt irgendwo etwas. Ja, das war's diesmal von der Seed Show. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.